Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Edna bricht aus mit eurem lieben Odo. In der letzten Folge haben wir den Generalschlüssel so richtig mal ausgenutzt und sind durch alle möglichen Gitter durch, die uns vorher die Bewegung im Haus erschwert haben. Also ist das eigentlich relativ schön. Wir können jetzt uns mehr oder weniger frei bewegen. Wir haben nur unten das Problem mit dem blödsinnigen, wie heißt der, Chauffeur vom Dr. Marcel. Wir sind jetzt hier beim Schlüsselmeister wieder. Schauen wir mal, ob wir mit dem sprechen können. Aber bevor wir das machen, ich habe da einige ganz tolle Sachen gefunden, die ich da mit irgendwelchen Dingen kombinieren Nein, kann. Ich möchte nicht, dass Harvey denkt, ich sei eifersüchtig. Was? Was hast du gedacht, dass ich tun soll damit? Heute ist Weltkleptomanietag. Das heißt wohl, ich darf den Ersatzreifen behalten. Oh, okay. So. Ups. Das war jetzt überraschend und schnell. Pardon. Ich wollte euch nicht annießen. Ja, brr. Und auch nicht angehen. Wollte ich das nicht? So, was gibt's denn noch alles? Die hat keine Schraube locker. Die hat ja nicht mal Schrauben. Schade eigentlich. Starterkabel? Nein, ich möchte nicht, dass Harvey denkt, ich sei eifersüchtig. Ah, klar. Können wir mit dem Kabel den Alarm knopfen? Ob ich den Alarm überbrücken kann? Garantiert, ohne Frage. Ich würde alles drauf wetten. Gut, gut zu wissen. Was passiert denn nicht? Warte, Edna. Benutze nicht den Ersatzreifen mit dem Alarmknopf. Warum nicht? Ich kann es dir nicht sagen, aber es wäre sehr unklug. Okay. Ach, Harvey, du Angsthase. Oh. Nanu? Was ist passiert? Das wirst du noch früh genug herausfinden. Okay. Warum hast du nur nicht auf mich gehört? Nein. Ich habe etwas kaputt gemacht. Vielleicht kann ich den Knopf manipulieren. Dann gibt er statt Alarm Entwarnung. Oh. So. Mal sehen. Mrala! Naja, passt. Na gut, sprechen wir mit dem Schlüsselmeister. Hallo Schlüsselmeister. Hallo Prinzessin. Ja. Kommst du voran? Kommst du voran? Und ob? Ich habe den Generalschlüssel. Na dann, lass mich raus. Nein. Und wir können zu Phase 2 meines Plans übergehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das klug ist, dich rauszulassen. Wir wollen nicht so sein. Er ist echt gruselig. Harvey, was sagst du zu ihm? Was hältst du von ihm, Harvey? Ich habe keine Angst vor ihm, wenn du das meinst. Das habe ich doch gar nicht gefragt. Habe ich auch nicht. Ich habe hier einen Schraubenschlüssel. Aber ich gebe ihn dir lieber nicht. Du könntest einem Wächter damit den Schädel zertrümmern. Deine Vorstellungskraft zeugt entweder von kluger Vorsicht oder aber von paranoiden Wahnvorstellungen. Okay. Ich habe schon mal ein Rad für unser Fluchtfahrzeug. Sehr schön. Jetzt fehlen ja nur noch drei weitere, ein Motor und die Fahrgastzelle. Naja. Ich habe hier eine Harke. Aber ich gebe sie dir lieber nicht. Du könntest einem Wächter damit das Gesicht zerkratzen. Offensichtlich ein naheliegendes Szenario, vor dem du sowohl mich als auch den Wächter unbedingt bewahren solltest. Okay. Das spricht dafür, dass er wirklich irre ist. Ich habe ein Ticket für den Wäschelift. Und du bist, wie ich sehe, sehr stolz darauf. Der Mann ist verrückt. Ich habe bin hier jetzt einen nicht Kopf. Sicher. Aber ich gebe ihn dir lieber nicht. Du könntest ihn benutzen, um die Eingeweide eines Wächters darin zu kochen.
Denkst du etwa so über mich? Denk nochmal. Ich habe hier ein Startkabel. Aber ich gebe es dir lieber nicht. Du könntest einen Wächter damit erdrosseln. Ja, die Gefahr ist natürlich groß. Behalte das Kabel, lieber Mäuschen. Okay. Der Mann macht mir Angst. Willst du einen Strohhalm? Hast du keine Angst, dass ich einem Wächter damit die Lungenbläschen kaputt puste? Weißt du was? Ich behalte ihn einfach. Das ist gut. Ich frage mich gerade, was er mit dem Telefonhörer machen kann. Wir könnten uns doch per Telefon ein Taxi bestellen. Gut nachgedacht, Prinzessin. Hast du denn auch ein funktionierendes Telefon? Ich habe dieses schnurlose Telefon hier. Ich bin mir sicher, dass du damit auf deinem Spielplatz der King bist. Aber wir Erwachsenen benutzen echte Telefone, weißt du? Okay. Ist ja nicht so gemein. Mein Telefon ist super. Ich habe hier eine Gabel. Aber ich gebe sie dir lieber nicht. Warum? Du könntest damit die Luftröhre eines Wächters perforieren. Hör auf. Du bringst mich ja noch auf Ideen. Ja, wir sollten ihn nicht auf Ideen bringen. Ich habe hier ein Messer. Aber ich gebe es dir lieber nicht. Du könntest... Oh, Backe. Ich könnte was? Erst jetzt, wo ich mit dir spreche, merke ich, wie viele gefährliche Gegenstände ich mit mir rumschleppe. Die Frage ist nur die. Sagt es etwas über mich? Oder sagt es eher etwas über dich? Sehr gut, sehr gut, Polizei. Ich bin übrigens bei der Polizei. Mach also keine Dummheiten. Keine Sorge, Inspektor Frosty. Man kann mir vielleicht einiges vorwerfen. Dummheit gehört nicht dazu. Hey, die Zickzackschere. Ich habe hier eine Zickzackschere. Aber ich glaube, ich gebe sie dir lieber nicht. Du könntest einem Wächter die Bauchdecke aufschneiden. Du siehst zu viele Filme. Was kann man mit dieser Cocktailkarte machen? Soll ich dir einen Drink holen? Nein, danke. Ich will noch fahren. Oh ja. Fahren. Oh. Okay. Topflappen, damit kann er sicher nichts tun. Ich habe hier ein paar Topflappen für dich. Und was genau soll ich damit anfangen? Ich habe nicht vor, mir die Hände schmutzig zu machen, geschweige denn zu verbrennen. Willst du etwas Senf? Nein, ich ernähre mich nur von Nachtfaltern und Spinnentieren. Auch eine gute Antwort. Lachen. Ach ja. Okay. Mal angenommen, ich gäbe dir meinen Kugelschreiber. Würdest du damit einem Wächter die Augäpfel zerstechen? In deiner Frage sind schon zwei Konjunktive, bevor ich überhaupt den Mund aufmache. Wie soll ich dir denn da eine verlässliche Antwort geben? Sehr gut. Auf jeden Fall ist er ein Sprachwissenschaftler. Er hat mir nichts getan. Noch nicht. Ich behalte den Schläger lieber griffbereit. In diesem Bild trägt Captain Unbrauchbar eine undurchsichtige Spiegelsonnenbrille. Okay. Ich kann ihm nichts mehr geben. Na gut, dann sprechen wir mal mit ihm. Du bist frei. Du bist frei. Ah, deswegen wohl auch die offene Tür. Aber freu dich nicht so früh. Das größte Hindernis steht noch bevor. Okay. Ich habe den Generalschlüssel. Das ist mir schon klar. Das ist mir hoffentlich klar. Nun, das hatte ich schon fast vermutet. In dem Augenblick, in dem die Tür aufging. Was machen wir als nächstes? Wir brauchen ein Vehikel, sonst kommen wir nicht weit. Okay. Ein Generalschlüssel, ein Vehikel. Was als nächstes? Das Perpetuum mobile? Oder das fehlende Glied zwischen Mensch und Affe? Für das Letztere wüsste ich eine Kandidatin. Das war nicht nett. Worauf wartest du noch? Los geht's! Wir brauchen ein Vehikel. Ich warte hier, bis du eins aufgetan hast. Ich hab eins. Und damit meine ich, wir brauchen wirklich Zugang zu dem Fahrzeug. Ja, wir haben Zugang. Wählst die Knochenarbeit wieder auf das Fußvolk ab.
habe einen Lieferwagen gefunden. Mhm. Hast du das? Gut. Meine Hoffnungen in dich waren also nicht vollends vergeudet. Was heißt nicht vollends vergeudet? Ich bin super. Geh schon mal vor. Wir treffen uns dort. Was? Was war's? Ich rede jetzt mal mit dem Reifen. Wie fühlt man sich als fünftes Rad am Wagen? Sehr gut. Die Leute verlassen sich auf mich, wenn sie in Bedrängnis sind. Hm. Ach, mach dir doch nichts vor. So, können wir den Reifen da reinwerfen? Nein, den brauche ich sicher noch. Oh, schade. Ich hätte fast schwören können, dass wir ihn nicht mehr brauchen. So. Nach hinten. Kein Roti und Moti mehr. Kein Roti und Moti. Schade. Naja. Die sind wahrscheinlich auch beim Frühstück, Mittagessen, Abendessen, keine Ahnung, was auch immer. Was sagt Poki eigentlich zu diesem Raum? Ich wäre gern bei dir, ich würde dich heute gern noch sehen. Wir könnten indisch essen und danach ins Kino gehen. Doch leider wird dafür wohl mein Zeitkontingent nicht reichen. Denn ich muss noch Lichtkanten zeichnen. Wir könnten in den Zoo, wir könnten an die Ostsee schwimmen. Wir könnten eine Menge tun, das mag ja alles stimmen. Doch ich bin noch am Zeichnen, werd ich dann wohl doch versetzen. Denn ich muss noch Schattenlayer setzen. Okay, okay. Schattenlayer setzen. Offensichtlich hat er das in diesem Bild. Schattenlayer setzen. Sehr genervt. Und Licht kann zeichnen. Okay, offensichtlich hat ihn dieser Raum ziemlich fasziniert mit dem Licht. Naja gut, er ist tatsächlich ganz lustig, weil relativ viel Licht hin und her fällt. Naja gut, gehen wir. Gehen wir. Können wir eigentlich in den Keller fahren? Hm, keine Reaktion. Na sowas. Scheinbar haben sie das Wäscheliftsystem über Mittag ausgeschaltet. Na schade das aber. Das haben sie nur gemacht, damit ich einen anderen Weg rausfinden muss. Grrr. Das wäre zu einfach gewesen, so in den Keller zu kommen. Okay. Na gut, dann schauen wir uns mal um. Bei den Irren. Kein König Adrian. Keine anderen Verrückten mehr hier. Selbst hier ist niemand mehr. Was sagt eigentlich Poki zu diesem Raum? Ja, Adrians Kissenburg. Tatsächlich eine Anlehnung mit Kindheit. Wir haben früher häufig bei uns zu Hause halt irgendwie Kissenburg, natürlich in viel kleinerem Stil als die hier, gebaut in unseren Kinderzimmern. Also ich habe drei Geschwister. Und tatsächlich erkenne ich hier auch, ich weiß gar nicht, ob ich beim Zeichnen bewusst daran gedacht habe, aber hier tatsächlich einige Polster und Gegenstände, die wir auch bei uns zu Hause als Rohstoffe für unsere Burgen hatten. Okay. Interessanterweise ist dieser Fellteppich und dieser komische Sitzschnöpel in der Mitte, der kommt eher aus dem Haus von einem Sandkastenfreund von mir, also einem Nachbarnjungen, mit dem ich dann häufiger auch zu Grundschulzeiten übernachten durfte. Die hatten eher solche Materialien. Wahrscheinlich hatten die einfach die besseren Rohstoffe bei sich zu Hause, um Kissenbogen zu bauen. Die hatten auch so einen Perlenvorhang, merke ich gerade. Den hatten wir auch nicht bei uns. Die hatten echt viel bessere Sachen, um Kissenbogen zu bauen. Kein Wunder, dass unsere Kissenbogen nie so groß geworden sind. Sehr witzig. Okay, Kissenbogen bei Poki haben in etwa so ausgesehen. Gibt es da noch jemanden drinnen? Nö, alle weg. Da wer? Hallo, jemand zu Hause?
Mir gefällt diese Partystimmung. Was, echt jetzt? Mir aber nicht. Grrr. Ah, okay. Bienenmann auch nicht mehr da. Wie komme ich dann da wieder raus? Hm. Hey, aber jetzt könnte ich die Wachsmalstifte nehmen. Jetzt ist der Bienenmann nicht mehr da. Der Kugelschreiber ist um Klassen besser. Was heißt um Klassen besser? Nimm sie! Du kannst viel besser alles anschmieren. Verdammt, das gibt's ja wohl nicht. Der Bienenmann ist weg. Du kannst das, Edna. Du kannst das. Ärgerlich. Ah, der Barmann ist auch weg. Hier ist keine Selbstbedienung. Warum nicht? Der Barmann ist eh weg. Okay. Oh je, mein Hirn hat einen Plattfuß. Okay. Das war jetzt nicht so interessant. Was ist das? Lieber nicht. Ich habe Angst, dass es sich darin auflöst. Okay, dann kann ich nachvollziehen. Harke. Lieber nicht. Ich habe Angst, dass sie sich darin auflöst. Oh, und ich dachte, wir könnten umrühren darin. Gibt es in diesem Raum noch irgendetwas zum Anschauen? Nö. Hey, das ist ein Aschenbecher. Das soll ein Aschenbecher sein? Sieht eher wie ein Bauchwegtrainer für Würgeschlangen aus. Okay, können wir nehmen? Ich kann mich nicht an den Aschenbecher erinnern. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Ich sehe ihn nicht. Aber es gibt ja auch kein Licht, oder? Dass wir es heller machen könnten. Hm. Harry, was sagst du zu dem Aschenbecher? Oi, der Geruch von kalten Kippen. Oh. Hast du etwa wieder mit dem Rauchen angefangen, Harry? Nein, ich habe nur mit dem Lügen aufgehört. Ich habe nur mit dem Lügen aufgehört. Harke, was sagst du zu dem Aschenbecher? Das ich ist... hab's. Harke und Aschenbecher. Ja. Gib's auf, Kumpel. Dieser Aschenbecher ist zu nichts Nutze, außer Zigaretten darin auszudrücken. Mhm. Captain Unbrauchbar hat die Fähigkeit, dreimal täglich mit dem Rauchen aufzuhören. Mhm. Nicht schlecht. Okay. Dieser Aschenbecher ist zu nichts zu gebrauchen. Wir haben hier keine Leute, mit denen wir sprechen können. Ja. Und wir müssen raus, um mit dem Schlüsselmeister beim Auto wieder zu reden. Das ist doof. Aber es gibt ja noch ein paar andere Räume. Wo ist eigentlich Dr. Marcel? Ist er vielleicht... Ah, nein, da will ich nicht weiter rauf. Ist er in seinem Büro? Vielleicht können wir... Oh. Stiesel ist befreit. Das bedeutet aber, stimmt, ich wollte wieder mit Bobo sprechen und Bobo die Harke zeigen. Da sind genug Furchen drin. Hm. Bobo. Ist bei dir eine Schraube locker, Hirn? Ich lasse mich nur von qualifiziertem Personal warten. Hirn 1, rohe Gewalt 0. Interessant, dieses Hirn hat keinen Platz. Okay. Da gibt es so viele Dinge, die ich gefunden habe. Nein, damit würde ich gegen das Urheberrecht verstoßen. Oh. Stimmt. Die
Schlüssel. Guck hier. Mal, ich bin auch klug. Ella Badge. Oh, Backe. O weises Gehirn, kannst du mir sagen, zu welcher Tür dieser Schlüssel passt? Du weißt es schon. Nehmen wir mal an, das ist nicht der Schlüssel zu meinem Billardkeller. Wo hast du ihn denn her? Er war in einer verschlossenen Schublade in Dr. Marcells Büro. Dann öffnet er sicher eine Tür, hinter der der Doktor etwas verstecken will. Boah, woher weißt du das? Tja, entweder ich habe meine grauen Zellen benutzt, oder es war nur so ein Bauchgefühl. Es war nur so ein Bauchgefühl, ist auch gut. Er ist der Kopf der Bande. Man nennt ihn auch The Brain. Was sagt Alf dazu? Es gibt kein Gesetz gegen Penetranz und nervtötendes Rumgeblöke. Schade. Ein außerirdisches Schlüsselkind. Sprichst du mit mir, Alf, wenn ich dir irgendwas zeige? Oh, bitte, bitte, bitte. Lass mich ihm die Zehennägel umdrehen. Okay. Na sowas. Das wollte ich auch gerade vorschlagen. Aber noch nicht. Ich will, dass er sich noch etwas in seiner Angst windet. Oh, oh. Sehr gut, sehr gut. Hake. Oh, bitte, bitte, bitte. Lass mich ihm das Rückenmark abschälen. Na sowas. Das wollte ich auch gerade vorschlagen. Aber noch nicht. Ich will, dass er sich noch etwas in seiner Angst windet. Oh oh. Das ist so dumm. Es ist so dumm, dass man all diese Dinge kombinieren kann, die absolut keinen Sinn ergeben. Kann ich ihn eigentlich beschriften, den Alf? Mist. Er ist zu haarig, um ihn zu bekritzeln. Ach, schade. Nicht einmal die Freude lässt er uns. Aber wir können mit Ketchup beschmieren, da bin ich mir sicher. Ja, und mit Senf. Wir hassen Alf. Brain, magst du Ketchup? Mag das ja nicht. Huch! Hey, Pfoten weg. Huch! Der wehrt sich dagegen. Na gut, okay. Aber hier brauchen wir auch nichts. In Wirklichkeit. Aber auch hier ist Dr. Marcel nicht. Ich wollte ihn erschlagen mit diesem Poloschläger. Nein, der Doktor hat schon einen elektrischen Stuhl. Ja, aber mit dem rechnet er nicht, wenn er sich mal draufsetzt. Du solltest es so sehen. Na gut, nein, auch hier können wir nichts machen, denke ich. Aber wir haben schon mal etwas getan. Ja, versuchen wir mal rauszukommen, ist ja wurscht. Der Chauffeur, vielleicht ist er noch draußen im Auto. Oh oh, da steht Dr. Marcells Chauffeur. Don't cry for Nein, nicht schon wieder. Hallo? Ist da wer? Ich suche lieber einen anderen Weg. Ja, ja, ja. Mist. Ich wusste es, wir kommen hier nicht vorbei. Also sehr produktiv war das bis jetzt nicht. Ist Dr. Marcel da drinnen? Dr. Marcel ist doch hier, oder? Wo ist der? Reifen mit Putzi. Lass das. Na hey. Lass das. Lass das. Ich glaube, das mag er nicht. Der ist echt gruselig, Putzi. Ich hab da einen Raum, bei dem das Fenster aufgegangen ist. Vielleicht können wir uns rausseilen.
Haben wir ein Seil? Ja, wir haben das Starterkabel. Hier war das. Da ist das Fenster offen. Starterkabel und Fenster. Erzähl mir von der Freiheit, Harvey. Was heißt, erzähl mir von der Freiheit? Fliegen alle Leute mit Zuckerwatte betriebenen Wunderautos durch die Lüfte. Echt? Okay. Erzähl mir von der Freiheit, Harvey. Da draußen wird alles genauso heiß gekocht, wie es gegessen wird. Echt? Arg. Nein, ich will mir nicht den Ausblick ruinieren. Okay. War ja nur ein Vorschlag. Erzähl mir von der Freiheit, Harvey. Da draußen gibt es keine Polizei, weil alles erlaubt ist. Auch eine interessante Einstellung. Eine Unze Profil wird dem Kaffee nicht schaden. Ich mache ein paar Aromaporen in den Filter. Mist. Aroma mit oder ohne Haar? Ach, egal. Es ist zwar kein Kaffeepulver, aber was soll's. Wir haben es mit Senf gefüllt. Es ist zwar kein Kaffeepulver, aber was soll's. Es ist so widerlich. Ich sehe das Senfkaugummi. Da ist es. Zwischen krebserregender Farbstoff und im Automat seit den 80ern. Okay, wirklich weit gekommen sind wir heute nicht. Aber unsere Zeit ist schon wieder um. Wir bleiben hier. Ah nein, wir hören uns noch schnell Poki an, was er zu diesem Raum sagt. Die Kaffeemaschine sieht übrigens genauso aus wie meine Kaffeemaschine zu Hause. Ich habe irrsinnig viel Kaffee getrunken. Und ich glaube, wenn man sich hier gerade die Linien an den Fenstern anguckt, dann sieht man das auch. Ja, gerade bei diesem Raum. Ich hatte tatsächlich, ich verrate das jetzt einfach mal, ich hatte pro Raum tatsächlich einen Dritteltag, um den fertig zu bekommen. Ich habe so ziemlich alle Screens von Edna bricht aus innerhalb von weniger als anderthalb Monaten gezeichnet. Ich hatte einfach nicht mehr Zeit. Ja, der Zeitdruck und der Kaffee äußert sich ziemlich genau in der Linienführung. Hier rechts im Bild zu sehen. Kaffeemaschine zentral im Bild, Linienführung rechts im Bild. Guckt es euch an. Er bricht aus. Mein Name ist Poki. Vielen Dank. Der arme Poki. Aber dafür ist das Spiel eigentlich recht gut geworden, dafür, dass er offensichtlich unter Zeitdruck gestanden ist. Und er hat es immerhin hingekriegt. Na gut, Herrschaften, wie schon gesagt, wir brechen hier ab. Wir sehen uns bald wieder. In ein paar Tagen lade ich den nächsten Teil hoch. Ich wünsche euch viel Spaß und eine schöne gute Nacht. Schlaf gut und träumt was Schönes.